Na, herrlich, ich habe dich lange nicht gesehen. Wie war dein Urlaub? Ich dich auch nicht. Ja. Ich dachte, du warst im Urlaub. Nee, es war super. Sonne, Strand, alles ganz toll. Also perfekt. War halt sehr kurz, ja, aber gut, immerhin. Aber danke nochmal, ich war heute mit einem sehr lieben Menschen Mittagessen. Der hat tatsächlich von jedem Gericht wieder ein Foto gemacht, sah total toll aus. Ja, echt schön Foodporn-mäßig, war wirklich klasse. Also wir haben uns sehr gefreut. Müssen die Leute regelmäßig überraschen. Ihr gebt Gas in der Küche, ne? Ja. Und wir haben schon wieder was Neues. Was denn? Wir haben... Ah ja, was trinken wir heute? Genau. Und wir haben gestern schon mal Probe getrunken. Aha. Das ist ein Brett. Das ist ein Brett. Okay, wunderbar. Ich sag vielleicht mal, wie es dazu kommt nochmal. Ne? Und zwar saßen wir hier im Sommer noch. Ja. Und da kam unser lieber Freund Markus Del Monego mit seiner noch bezaubernden Gattin Melli und haben uns als Gastgeschenk ihren ersten eigenen Gin mitgebracht. Das M steht nämlich hier für den Markus Del Monego. Ja. Sommelier-Weltmeister, Master of Wine. Und wir kennen uns schon ewig. Und ja, da waren wir einer der Ersten, der den mal probieren durfte. Den macht er zusammen mit dem Hubertus Wallander. Schon mal gehört? Oh, ich habe von dem einige bei mir in der Hausbar. Also ich habe, glaube ich, vor 20 Jahren das erste Mal einen Haselnuss von dem gehabt und eine Banane, Schokolade, wahnsinnige Bretter. Schokoladenbrand. Schokoladenbrand, ja. Schokoladenbrand. Das muss ich auch mal probieren bei Gelegenheit. Das klingt ja spannend. Passt ja zu unseren Pralinen. Dann machen wir nächstes Jahr einen Adventskalender mit 24 Sorten Schnaps. Wir sind bereit. Wir sind bereit. Wunderbar, wenn die Küche das kann. Ja. Ja, dann lass mal probieren. Ich denke, wir probieren erstmal so. Empfohlen wird er bei 16 bis 18 Grad. Okay. Und er hat. Sieht durchsichtig aus. Ja. Also ich bin ja froh, dass man endlich mal wieder einen hat, der nicht mit Holzreifung oder Fassreife da herkommt. Der riecht gut. Der riecht gut. Oh, sag der mal, hat schöne Lavendelnoten. Da ich ja nicht so der Experte bin bei diesen ganzen Sommeliers-Riechsgeschichten, überlasse ich das mal dir, denn ich habe es mir im Internet ausgedruckt. Okay. Jetzt sag mir mal was zur Botanik. Wie riecht er denn? Wie ist denn die Nase? Also ich finde, das Erste, was man riecht, ist der Lavendel. Der kommt sehr, sehr schön durch. Lavendel, trotzdem richtig. Ist auch... ja, ich sag das jetzt auch. Trotzdem finde ich, die Wacholdernote ist unglaublich stark, auch in der Nase. Gut, das sollte er sein beim Gin, ne? Ja. Mhm. Aber auch, und ich glaube, das ist was er mit unter den wenigen hat. Er hat Riesling als Sommelier mit das eingearbeitet. Eine Rieslingblüte. Das stimmt tatsächlich, ja. Und ganz hinten, aber. Ja, leichte Zitrusnoten. Hast du schon getrunken, ohne mich? Ich muss noch gucken, ich muss ja auch drüber reden. Prost, ob man mit Gin anschießt oder nicht, habe ich jetzt nicht nachgeschlagen, aber wir machen es einfach mal. Nee, er hat schöne Zitrusaromen hinten raus. Und ich glaube, der Kracher ist japanische Kirschblüte. Der schmeckt ja gar nicht so wie 47% Alkohol, ne? Nee. Also japanische Kirschblüte war das letzte. Hat er 47% doch. Ja. Und keine Holzreifung. Also nichts, was auf Fass oder so. Ein richtig schöner, klarer, perfekter. So, jetzt muss ich gucken, was dir entgangen ist. Du hast eigentlich alles getroffen, bis auf vietnamesischen Pfeffer. Den habe ich nicht rausgeschmeckt. Den hast du nicht rausgeschmeckt. Und das ist verrückt. Ich habe aber gefragt, aber keiner hat vietnamesisch geantwortet. Schon ein bisschen amateurmäßig, oder? Nee, das ist enttäuschend. Ja, prima. Also, das ist wirklich enttäuschend. Super. Und da kann man jetzt auch was anderes draus machen. Zum Beispiel einen schönen Gin Tonic, oder? Genau. Also was ich empfehlen würde, ist Sundowner. Da machen wir die 16 bis 18 Grad aber weg. Da machen wir auf jeden Fall. Diese Zitrusaromen auch machen würde, wäre ein kleines bisschen von der Limettenschale. Mhm. Und... wir machen noch eine Himbeere mit rein. Einfach für die Farbe, für die Optik ein bisschen. Mit der Johannisbeere. Oh, ich muss auch alles nehmen. Ja, Johannisbeere Sparmer. Das müssen wir uns jetzt. Das ist Deko, die kann ich nachher essen. Die können wir nachher super essen. Aber ich schütte noch ein bisschen auf, oder? Mach das. Also der ist wirklich schön. Und den gieße ich jetzt einfach auf mit dem Tonic. Ja, ne? Ja. Ja, einen kleinen Schluss Tonic. Ich muss das so tun, als wäre es der erste Gin Tonic in meinem Leben. Ach so, kleinen Schuss. Gut. Also es ist auf jeden Fall mein erster heute. Ja, das stimmt wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Fantastisch. Das macht richtig Spaß. Jetzt muss man nur die Terrasse wieder aufbauen. Das ist... könnten wir uns jetzt rauslegen. Wollte aber ich mal gar nicht jedes Mal in Urlaub fahren zu spät. Nee, jetzt brauchen wir nicht mehr in Urlaub. Super. Jetzt gehen wir auf Weihnachten und der schmeckt auch im Winter. Gut, wunderbar. Auf bald. Super, bis bald, Uwe. Ciao.